Signal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Bestätige. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Start. Thank you.
Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Ziel. Verbrauch also mehr Sprit. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln.
bist in den Top 10. Sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,4 Sekunden.
Zeiten deines Vordermanns sind eine Sekunde schneller als deine. Sprit übrig. Du kannst mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Mischung 3. George kommt in die Boxengasse. Wir können dich jetzt nicht reinholen. Komm in der nächsten Runde an die Box. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,8 Sekunden. Ausfahrt auf Renntempo sein. Los, fahr jetzt. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp.
Mach's gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten noch. Trocknet jetzt ab, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage.
rechnen damit, dass du in etwa 2 Runden reinkommst. Wir ziehen dir die Intermediates auf. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,5 Sekunden. Vorhersage sagt, in 5 bis 10 Minuten hört der Regen auf. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Grüne Flagge. George kommt an die Box. George an der Box. Box, Box. Wir kommen diese Runde rein. Flagge. Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Wir haben reichlich Benzin übrig und können den Motor auf Mischung 3 einstellen, wenn du sie brauchst. Nimm die fette Benzinmischung. Thank you.
Ich glaube nicht, dass die Ideallinie trocken genug ist, um an Slicks zu denken. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Position verloren, bleib am Ball. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box.
du bist pro Runde ein paar Zehntel langsamer als der Wagen vor dir. Er zieht davon. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,3 Sekunden. Du hast 4 Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermann. 4 Sekunden! Schneller als dein Hintermann. DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert.
etwa 10 bis 15 Minuten reden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,9 Sekunden.
zwei Wagen auf einmal. Tolle Leistung. Großartige Leistung. Wir waren wirklich